Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Taschenmesser und zwar um das Opinel Nummer 10 in der sogenannten Slimline. Das Messer habe ich gewonnen in einem Giveaway von dem lieben Buntbär und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Buntbär. Das war eine absolut coole Aktion. Da wollen wir uns doch einfach mal dieses wunderschöne Taschenmesser anschauen. Hat eine 10 cm Klinge und eine Gesamtlänge von 22,5 cm. Das Messer hat einen wundervollen Olivenholzgriff. Wenn wir uns mal die Maserung ansehen, Moment, hat hier wirklich so Honig-Karamelltöne. Ist echt wunderbar. Und von der Griffergonomie wirklich wundervoll zu halten. Gut, es ist jetzt echt ein komisches Bild bei meinen großen Händen. Aber ihr werdet sehen, also es fügt sich wirklich spitze an. Also man kann wirklich schön greifen und es fühlt sich fantastisch an. Ne? Auch schön warm durchs Olivenholz. Also super Grip auch, ne? Gut, ist jetzt zwar ein bisschen glatt und so, aber nichtsdestotrotz. Übrigens, das Messer war gestern schon im Einsatz. Gestern mal essen gewesen und da habe ich das Besteck einfach mal also vernachlässigt, was da war, und habe einfach mal dieses wundervolle Opinel rausgeholt. Was ein paar Leute haben, glaube ich, geguckt, aber pff, das ist mir egal. Das war wahrscheinlich nur der blanke Neid. Nein, aber kommen wir jetzt mal zurück. Wie gesagt, Griff ist schön geschwungen, wie gesagt, schönes Holz. Ne? Hier ist so ein Loch drin. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ob das jetzt so Standard, ob das vielleicht ein Produkt irgendwie produktionsbedingt ist, I don't know. Oder ist es, ja, keine Ahnung. War so im Holz. Ich weiß es nicht. Hier dieser Vibro-Block, wie auch bei den Standard-Opinels. Wie gesagt, warum etwas ändern, wenn es funktioniert. Ne? Dann die Klinge, wie gesagt, diese spiegelblank polierte Klinge, die eine Klingenstärke von etwas über 1 Millimeter hat. Also es ist wirklich eine sehr dünne, spitz zulaufende Klinge, was aber fantastisch schneidet. Hat natürlich einen Nachteil, also irgendwelche, ich sag mal, schweren Kisten ist natürlich damit nicht zu öffnen. Das ist ganz klar, es verträgt die Klinge einfach nicht. Aber ich sag mal so, um sein Essen zu schneiden, dafür ist es echt prädestiniert. So als Jausemesser, Vespermesser, Strich, Strich. Wunderbares Teil, wirklich. Und es hat wirklich eine, nicht zu sagen, eine wirkliche Ästhetik, die wir auch von einem anderen Messer kennen. Was ich jetzt mal in die Kamera halte, da sind doch schon einige Parallelen zu sehen. Da hat sich, glaube ich, Opinel einfach mal ein Beispiel dran genommen am Lajoie-Messer und hat ein wenig das Design übernommen von denen, was ich allerdings vollkommen in Ordnung finde. Es ist ja nicht wirklich ein Lajoie, sondern nur ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen, eine Hommage dran. Ne? Aber sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Schönes Holz, wirkt echt edel. Ne? Kommen wir mal zum Gewicht von diesem Messer. Also ich. Meine Küchenwaage ist irgendwie gerade nicht so an, aber ich habe es online gesehen. 46 Gramm für ein Taschenmesser, das ist gar nichts. Das ist, dagegen kommt ein so ein Lajoie richtig schwer vor. Ne, es ist unheimlich leicht, aber wie gesagt, noch ein Pluspunkt. Ne? Es trägt nicht auf, es stört nicht. Und ja, ist vom Tragen her wunderbar. Ne, aber wie gesagt, es ist meiner Meinung nach ein, ja, Jausemesser,
als EDC mit, wenn man aufpasst, auch zu gebrauchen. Aber wie gesagt, irgendwas damit schwer zu öffnen, nee, das geht damit einfach nicht. Ist so, ne? Wie gesagt, hier bei der Klingdicke, das ist nee. Ne? Interessant ist, die Klinge ist auch unheimlich biegsam. Hier, also man könnte das auch als Filetiermesser benutzen. Oder es wird auch als Filetiermesser benutzt. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe jedenfalls ja, probehalber einfach mal eine Orange mit filetiert und das ging ohne Probleme. Da habe ich die Orangenschale, also sprich das Weiße davon, so gehalten und damit abgezogen. Ohne Probleme. Ne, es ist, wie gesagt, ein sehr filigranes Messer, aber nichtsdestotrotz wunderschön. Ne? Hier nochmal zum Vergleich mit dem Lajol von Forge. Und das gibt doch ein schönes Bild. Okay, das war's mal wieder. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.